Erkundung von Atmosphäre und Ionosphäre. Die Atmosphäre und die Ionosphäre der Erde sind unser Dach. Sie umschließen den Planeten und das Leben darauf. Wir können durch sie hindurchblicken und die Sterne anschauen, als wäre da nichts als Luft. Heute wissen wir aber, dass viele unserer Aktivitäten durch die physikalischen und chemischen Prozesse dort beeinflusst werden. Aber es ist schwierig, Sensoren in der gesamten Weite und Tiefe der Atmosphäre zu verteilen. Wir müssen aus der Ferne messen, ohne direkt in Kontakt mit dem Medium zu treten. Wissenschaftler und Ingenieure haben optische und radargestützte Messtechniken entwickelt, mit denen sich Ionosphäre und Atmosphäre der Erde untersuchen lassen, sowohl vom Boden als auch vom All aus. Diese Messungen sind von grundlegender Bedeutung für die Untersuchung von Phänomenen wie dem Abbau der Ozonschicht, die uns gegen UV-Strahlung schützt. Mit Fernerkundung werden alle Schichten der Erdatmosphäre erforscht. Diese Schichten decken einen Bereich ab, der von der Erdoberfläche bis in etwa 70 Kilometer Höhe reicht. Noch weiter oben ist die Atmosphäre extrem dünn und die Atome verlieren sich im Raum. Fernerkundung erlaubt uns die Messungen. Atmosphärische Gase? Messungen des globalen Ozongehalts sind mit optischen Spektrometern im Bereich des UV und des sichtbaren Lichts möglich. CO2, Methan und Wasserdampf können mit entsprechenden Sensoren ebenfalls gemessen werden. Wolken und Regen. Mit satellitengetragenen Sensoren sind verbesserte Beobachtungen möglich, die es erlauben, durch die Wolken die Wasserdampfmenge, die Niederschlagsrate und das Eis zu messen. Wichtige Daten für die Wettervorhersagen. Aerosole. Um die Klimaauswirkungen von Wolken, Aerosolsprays und kleinen Partikeln in der Atmosphäre zu studieren, nutzt man LIDAR zur Messung der vertikalen Verteilung. So lernen wir die Dynamik und die Energetik der Erdatmosphäre für kurzfristige Wetter- und langfristige Klimavorhersagen besser zu verstehen. Temperatur und Wasserdampf. So wie wir Sonnenlicht vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang sehen, so werden auch Radiowellen durch die Atmosphäre gebeugt. Die von den Satellitennavigationssystemen emittierten Signale sind damit sogenannte Signals of Opportunity, aus denen Informationen über die atmosphärische Temperatur und über Wasserdampfprofile gewonnen werden können. Die untere Atmosphäre. Mit einem SODA, einem speziellen Sensor, der Schallwellen statt elektromagnetischer Wellen emittiert, können wir die thermodynamische Struktur der unteren Schicht der Atmosphäre sowie die Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen messen. Als Neuling der Wettervorhersage müssen Sie kontinuierlich zu den Wolken blicken, um zu lernen, sie einzuteilen und was sie uns sagen. Nach Ihrem äußeren Erscheinungsbild gibt es drei Grundformen von Wolken. Cirrus, was so viel bedeutet wie strähnig. Stratus, was vom Lateinischen geschichtet kommt. Cumulus, was Haufen bedeutet. Wolken können auch nach der Höhe ihrer Unterseite über dem Erdboden eingeteilt werden. So entstehen verschiedene Namenskombinationen. Jetzt sind Sie bereit für Ihre Karriere als Wetterfrosch. Viel Glück!